Also wir machen heute, wir zeigen euch heute, wie man einen Ableger macht. Ich habe hier was vorbereitet, eine kleine Ablegerkiste. Man könnte den Ableger natürlich auch in eine große Kiste gleich reinsetzen. Aber für mich ist es eben bequemer, hier in so ein kleines Kistchen den Ableger unterzubringen. Also ich habe das hier vorbereitet, sogenannter Fünf-Farben-Ableger. Hier sind vier Mittelbände und hier habe ich eine Futterwabe, die ich im Frühjahr einem Volk entnommen habe, was zu viel Futter hatte. Und das kann ich jetzt eben sehr bequem für die Ablegerbildung verwenden. Damit hat das Volk, das kleine Volk, eben genügend Futter, zumindest vor 4 Wochen. Ich nehme jetzt 2 Rähmchen raus, weil anstatt dieser 2 Mittelbände sollen dann 2 Bruträmchen reinkommen. Ich habe jetzt hier eine Brutwabe vorbereitet, die man problemlos entnehmen kann. Am Tag vorher war ich hier und habe eine Brutwabe ohne Bienen nach oben gesetzt. Und über Nacht sind jetzt genügend Ammenbienen wieder hoffentlich auf der Brutwabe vorhanden. Und ich kann jetzt die Wabe problemlos für meinen Ableger verwenden. Hier zeige ich euch den Trick, wie man eine Brutwabe entnimmt, ohne dass man nach der Königin suchen muss. Gerade für Anfänger ja wichtig. Dazu wird der Honigraum abgenommen. Diese Wabe würde ich für den Ableger aussuchen, sehr schön verdeckelte Brut. Aber damit man jetzt sicher ist, damit die Königin nicht drauf ist, werden die Bienen abgestoßen oder abgekehrt. Also man entnimmt eben verdeckelte Brut, um einfach relativ bald junge Bienen im Ableger zu haben, die dann eben auch für die Versorgung des Ablegers mitarbeiten. Die wenigen Arbeiterinnen können verbleiben. Dann öffnet man den Honigraum, nimmt dort ein Rähmchen, was noch nicht fertig ausgebaut ist, und setzt diese Brutwabe jetzt für einen Tag in den Honigraum hinein. Am nächsten Tag werden dann genügend Ammenbienen wieder auf diesem Bruträmchen sein. Das ist die Brutwabe, die ich gestern Abend reingestellt habe hier. Und ich werde die jetzt vorsichtig herausnehmen. Ist wieder relativ gut mit Bienen besetzt. So kann ich eben eine Brutwabe aus einem Volk entnehmen, ohne dass ich die Königin suchen muss. Die Leerstelle wird jetzt natürlich wieder mit einer Mittelwand aufgefüllt, sodass oben nicht die Gefahr eines Wildbaus besteht. Um den Ableger richtig ans Laufen zu bringen, reicht eine Brutwabe nicht aus, sondern man braucht auf jeden Fall 2. Und es sollte natürlich auch eine Wabe mit rein mit offener Brut, damit die Bienen sich eine neue Königin ziehen können. Da das jetzt ein bisschen wenig Bienen sind, muss man da noch eine weitere Wabe hinzugeben, aber nicht aus dem Volk. Jetzt füllen wir das hier erstmal wieder auf. So, der fehlende Platz wird auch wieder mit einer Mittelwand aufgefüllt. Allerdings kommt die Mittelwand immer an den Rand vom Brutnest, sodass die Bienen die Möglichkeit haben, entweder Brut reinzumachen oder Honig. Wenn ich so eine Mittelwand in die Mitte des Brutnestes setzen würde, dann wäre das wie so ein Teiler. Und das macht man eigentlich nicht. Man lässt das Brutnest immer zusammen. Man könnte jetzt die fehlende Bienenmasse aus dem Honigraum noch entnehmen. Also man könnte hier die Honigrähmchen abkehren und im Ableger reingeben. Aber ich habe ein Volk, was sowieso nicht
sich gut entwickelt und das nehme ich jetzt als Spendervolk für meinen Ableger. Also hier haben wir das schwächere Volk, was sich nicht gut entwickelt und was ich jetzt eben als Spendervolk für Ableger auflösen werde. So, hier haben wir eine schöne Wabe mit ein bisschen Brot, ein bisschen Bienen, ein bisschen Futter. Und das verstärkt jetzt meinen Ableger. Bei der Ablegerbildung kann man ruhig Brutwaben, Waben, Bienen aus verschiedenen Völkern zusammenstellen. Das schadet nicht. Das ist völlig egal, weil die Bienen sowieso bald merken, dass sie keine Königin haben und dann bilden sie sozusagen eine Notgemeinschaft und die vertragen sich also sehr gut. Damit ist die Ablegerbildung im Endeffekt fertig. Es wird jetzt einfach eine Folie drauf gemacht, ganz normal. Da wird ein Deckel drauf gegeben. Und was wichtig ist, dass man aufschreibt, wann man den Ableger erstellt hat, um dann zu wissen oder abzuschätzen, wann etwa eine eilegende Königin im Volk ist. Spätestens nach 4 Wochen sollte das dann der Fall sein. Der Ableger wird jetzt an einen Bienenstand mit mindestens 2 Kilometer Entfernung aufgestellt, damit die Bienen eben nicht an die Völker zurückfliegen können und zu wenig Bienen in dem Ableger wären.